Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich bin heute Nacht wieder mal zum Fotografieren unterwegs. Und zwar hat es mich nach Coburg verschlagen. Coburg liegt im nördlichen Bayern in Oberfranken. Ne? Und ich stehe deswegen hier oben auch, weil ich diese schönen Lichtspuren einfangen will. Und ich habe auf Google Maps mir diesen Spot ausgesucht, weil die Autobahn hier so eine schöne S-Schlangenlinie hier lang zieht. Und mit einer langen Belichtungszeit, mit was weißt du nicht, ich weiß nicht, wie schnell die Autos hier fahren dürfen, aber mit 20 oder 30 Sekunden kann ich hier bestimmt schöne Lichtspuren, so Lichtzieher aufnehmen. Habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt hier mit der Bildkomposition. Ah, das ist übel. Ausgerichtet ist die Kamera. Ich will, dass die Feste ja schön scharf ist, deswegen fokussiere ich die Feste Coburg an. Das mache ich mit der Displaylupe, gehe da schön ran im manuellen Fokusmodus. Zieh sie schön scharf. Bam, passt. Von der Belichtungszeit. Die Autos, die fahren super langsam. Also wahrscheinlich echt nur 120. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche mindestens 20 Sekunden, dass ich einen durchgängigen Lichtzieher habe von dieser ganzen S-Kurve. Das werde ich jetzt mal so einstellen. 20 Sekunden habe ich die Belichtungszeit. Blende nehme ich 5 und ISO erstmal auf ISO 100. Mal schauen, wo ich da rauskomme. So werde ich es jetzt als erstes mal probieren. Die Auslöseverzögerung habe ich auch eingestellt, dass nichts verwackelt. Jetzt muss ich halt nur noch warten, dass halt gleichzeitig die Autos von unten und oben hier durchfahren. Weil ich möchte ja gleichzeitig die Lichtzieher. Also die Bremslichter möchte ich sehen oder die Rückfahrlichter. Und die Scheinwerfer. Und das ist jetzt wieder so eine Geduldssache. Oh, gar nicht so easy. Die kommen, drei LKWs kommen. Von vorne kommen auch zwei Autos. Das mache ich gleich. 3, 2, 1. Bam. Ich nehme auf. Und die Kamera läuft jetzt 20 Sekunden lang durch. Jetzt hoffe ich echt, dass das eine Auto da unten in 20 Sekunden hier durch ist. Ansonsten muss ich halt auf 25 Sekunden gehen. Oder halt auf einen im ordentlich schnellen Auto warten. Aber obwohl, der ist richtig schnell. Cool, den habe ich. Schau dir das an. Schau dir das an. Ich habe langsam das Gefühl, dass die Autos absichtlich so langsam fahren, weil ich hier mit der Videoleuchte hier oben auf der Brücke stehe. Und die glauben, hier wird geblitzt. Könnte ich mir echt vorstellen. Vielleicht mal jetzt einfach mal die Lampe aus und mache das Foto, weil ich bin auf 20 Sekunden, 5er Blende und ISO 160, da ändert sich jetzt auch nichts. Und jetzt kommt von oben noch ein Auto. Das könnte jetzt was werden. Die heizen hier richtig schnell durch von oben. Das wird's, pass auf. Boah, der brennt durch. Aber wie? Bam, 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 jetzt geht's ab hier. Das müsste sein, das Bild. Das müsste sein. Ach komm, das wäre so schön. Ich weiß jetzt nicht, was cooler ist, die Feste oben am Berg oder halt die Lichtspuren hier. Von oben kommt auch noch mal einer mit 200. Pow! Jo, ich glaube, das ist es. Ich bin nach wie vor echt erstaunt, wie lange es dauert, hier ein schönes Bild hinzukriegen. Aber ich werde es jetzt hier dabei belassen und gehe nochmal rein in die Coburger Altstadt und schaue mich da mal um, am Marktplatz oder irgendwo, um mal zu schauen, was da noch geht. Ja, so, und der Turm hier hinter mir, der ist 10, 15 Meter hoch. Ich weiß jetzt im ersten Moment noch überhaupt nicht, wie ich den irgendwie aufnehmen soll, weil mit dem Weitwinkel habe ich dann auch viel von dem Gestrüpp, was hier links und rechts drumherum wächst, drauf. Das schaut nicht schön aus, es ist nicht grün. Wir haben ja Winter, Anfang März.
Vielleicht finde ich da noch eine Perspektive. Ich nehme euch aber mit und zeige euch, ob ich irgendeine geile Perspektive finde. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, echt. So, haben wir mal eine Tür fotografiert. Auch nicht schlecht. Schau mal, was ich hier noch mit der Ecke hier machen kann. Oh, wie das hier blendet. Mal schön weitwinklig. Oh, ist das Kunst oder kann das weg? Dann ziehe ich die Belichtung mal runter. Das schaut ja witzig aus. Okay, also ich habe jetzt noch mal eine Perspektive hier irgendwie gefunden. Die Turmecke ist vielleicht ein Motiv wert. Ich zeige es euch mal. So sieht das jetzt hier auf meinem Display ungefähr aus. Jetzt schaue ich mal, dass ich noch nach oben und unten hin die gleichen Abstände habe. So ein kleines bisschen. Oh, da muss ich aufpassen. Da habe ich diese stürzenden Linien. Da muss ich aufpassen. Da zoome ich vielleicht ein Stückchen ran. Dass diese Ecken, seht ihr die, dass die Ecken genau da irgendwie reinlaufen. An die Kante. Dann fokussiere ich die Kante hier oben an, ziehe den Fokus wieder schön scharf, hier, zack, passt, und mach mal das Foto. Da haben wir doch schon wieder eins. Und 3 Sekunden, zack. Also der Eckhart-Turm an sich hat jetzt nicht so wahnsinnig viel hergegeben. Jetzt auf dem Rückweg steht hier noch so ein alter Pferdewagen oder sowas oder so ein Pferdebier-Partywagen auf der Wiese. Den nehme ich jetzt nochmal mit auf und leuchte den hier mit meiner Videoleuchte, mit dieser Mini-Leuchte mal kurz an. Und dann war es das hier für den Eckhart-Turm und dann schaue ich mal weiter in die Stadt rein. Und das Foto an sich werde ich jetzt so machen, dass ich den rechts einfach ins Bild rein platziere. Den Eckhart-Turm sieht man links. Ich werde das Bild 15 Sekunden lang belichten und diese Lampe circa für 4 Sekunden lang anmachen, während der Belichtungszeit, dass die auch einigermaßen hell kommt, weil sonst wäre die super dunkel und der Turm überstrahlt. Also anders kann ich es hier nicht lösen. Und jetzt mache ich das Bild und leuchte die Kiste an. Anfokussiert habe ich den. Jetzt gehe ich mal hierher. Kamera belichtet, jetzt leuchte ich ihn kurz an, 1, 2, 3, 4, zack, Licht aus. Jetzt checke ich nochmal schnell das Bild. Okay, also das Hauptmotiv ist jetzt hier dann tatsächlich auch der Wagen, der kommt schön abgeranzt daher und im Hintergrund sieht man den Eckhartsberg. Das war es jetzt hier erstmal vom Eckhartsberg. Jetzt geht es runter in die Stadt oder sonst wohin. Nacht ist noch jung. Okay, ich bin jetzt hier unten am zentralen Busbahnhof in Coburg. Und mir ist dieses runde Dach da aufgefallen beim Vorbeifahren. Also das sieht schon ganz... architektonisch besonders für mich aus. Und das Bild nehme ich mal mit. Und so wie ich das von hier aus schon erkennen kann, ist das Dach auch auf der anderen Seite genauso schön rund. Da mache ich von der anderen Seite auch mal ein Foto. Jetzt von der Machart des Bildes versuche ich das jetzt mal auf einer hohen Blende zu machen, auf F16, F18, irgend sowas, dass die Blendsterne möglichst schön kommen. Und allzu weitwinklig kann ich jetzt auch nicht fotografieren, weil mir dann die Straßenlaternen und die Häuser eben auch wieder zusammenfallen. Deswegen will ich irgendwas mit 30 mm oder so nehmen. Oder wo bin ich denn hier? Ja, sogar auf 35 mm. Aber ich probiere es jetzt auf der F16 ISO 160 und sage go for it. In der Waage bin ich. Oh yeah.
Cool. Jetzt laufe ich nochmal ganz vor und mache denselben Shot von der anderen Seite. Und fokussiert da nochmal an. Es ist alles im Fokus, alles wunderbar. Wenn jetzt hier noch ein Auto durchfährt, habe ich ja noch schöne Lichtspuren. Und die Location, die taugt mir, die gefällt mir. Das ist jetzt echt mal was Schönes heute Abend. Cool. Sehr gut. Jetzt kann es weitergehen in die Altstadt von Coburg. Hier stehe ich am Theaterplatz und wieder mal an so einem Busbahnhof. Den nehme ich mal auch wieder frontal von vorne drauf und einmal auch aus dieser Perspektive, aus der ich gerade filme. So, gehen wir es an, oder? Auch hier selbes Spiel, ich stehe hier genau mittig und schieße durch dieses Tor einfach hindurch. Das gibt mir einen gewissen Rahmen hier in dem Bild und sieht für mich einfach stimmig aus und macht einfach Bock, so ein Foto zu machen. Und Kamera steht in der Waage, das war's. Nice. Und ja, eine schräge Perspektive will ich auch nochmal. Sieht auch gut aus, ey, komm. Auch nochmal von da hinten jetzt eins. Jetzt bin ich einigermaßen flexibel, weil ich ja ein Zoom-Objektiv habe, 16 bis 35. Und das Dach sieht ja echt aus wie so ein riesen Surfboard. Und durch diese Kameraperspektive vermeide ich jetzt einfach auch diese Stangen, die hier rechts und links noch im Bild zu sehen sind, nicht mit aufzunehmen. Okay, fokussiere ich nochmal schnell an das Ding. Da habe ich schon Übung, geht relativ schnell. Man muss echt bedenken, tagsüber ist hier so viel los, es ist eine Touri-Stadt. Gut, jetzt gibt es wenig Touris, aber trotzdem, nachts hat man seine Ruhe und das genieße ich gerade total hier, auch wenn es Minusgrade gerade heute hat. Gut, ich packe zusammen, lauf vor zum Markt. So, leider war der Marktplatz in Coburg überhaupt nicht mehr beleuchtet, es war einfach schon nach 23 Uhr. Dann hat es mich jetzt noch mal in die Natur raus verschlagen. Und zwar bin ich hier immer noch im Landkreis Coburg. Und zwar stehe ich hier unter einer ICE-Brücke, glaube ich zumindest, dass es eine ist, am Froschgrundsee. Und diese Brücke ist irgendwie so eine Art Bogenbrücke aus purem Beton. Die ist riesengroß und hier kann ich ein richtig cooles Landschaftsbild jetzt in der Nacht noch machen. Und damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie groß die ist, rufe ich mal und ihr hört wahrscheinlich sogar den Schall. Siki! Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber der Schall kommt hier echt nach 2-3 Sekunden erst an. So, ich stehe jetzt direkt unter der Brücke und über mir ist dieser mega große Bogen. Und leider wird die Brücke überhaupt nicht angeleuchtet. Das muss ich jetzt selber machen, hier mit meiner Stirnlampe. Und zeige euch jetzt mal, wie ich das Bild mache. Ich habe jetzt vorhin schon einen Testshot gemacht und habe auch gesehen, ich muss die circa 3-4 Sekunden lang anleuchten. Aber ich stelle das Bild jetzt einfach nochmal nach, damit ihr seht, wie ich es mache. Ich habe auf meiner Kamera jetzt meinen Ultraweitwinkel drauf, das 14 mm Samyang. Und lasse die Brücke in meine rechten oberen Ecken zulaufen. Also es sieht echt krass aus. Die ist aber auch ein kleines bisschen schief, also ich kriege sie nicht wirklich zentriert hin. Aber ich bin trotzdem happy mit dem Bild und zeige euch mal, wie ich es mache. Ich belichte das Ganze jetzt auf 20 Sekunden und auch nur 20 Sekunden, weil ich keine Strichspuren von den Sternen haben möchte. Bei 25 Sekunden sieht man schon ganz kleine Strichspuren, die will ich nicht. Also 20 Sekunden, dann gehe ich auf eine 2,8er Blende, weil das die kleinste Blendenzahl ist oder die größtmögliche Blende, die ich nehmen kann. Und bin auf ISO 2500. Und so ist das Bild top ausgeleuchtet, wenn ich mit der Taschenlampe dann noch nachhelfe. Jetzt mache ich das Bild mit Auslöseverzögerung. So, die Kamera macht das Bild und ich leuchte jetzt in den Bogen ganz kurz rein.
für 3-4 Sekunden. Und jetzt go. Zack, zack, zack und Licht aus. Und das ist es schon, Leute. Das ist echt Wahnsinn hier unten. Und selbst in der Nacht kann man hier echt ein cooles Bild hinkriegen. Okay. Die haben jetzt fast ein bisschen zu lang angeleuchtet, weil die echt, echt massiv überbelichtet ist. Ich mache es gleich nochmal. Das war vielleicht nur eine Sekunde zu viel. Und nochmal. Von oben einmal nach unten und raus. Das war jetzt schon besser. Oh Mann, 20 Sekunden Belichtung. Und? Komm schon! Okay, Leute, das Bild kann was. Ist was Besonderes und ist auch gar nicht so easy in der Nacht, wie ich finde. Also, das war es jetzt erstmal hier von mir, von diesem Nachtausflug im Coburger Landkreis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid. Gebt mir gerne ein Like fürs Video oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bye bye, euer Sigi, heute aus Coburg. Ciao.